Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Redstone-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr einen vollautomatischen Kamin für euer Wohnzimmer oder für euer, generell für euer Haus, aber ich würde es fürs Wohnzimmer nehmen, wie ihr sowas halt bauen könnt. Ist ganz einfach, schafft auch wirklich jeder, auch Leute, die sich wirklich nicht mit Redstone auskennen. Also das, wer das nicht schafft, dann weiß ich nicht mehr. Also ihr braucht hier gerade mal 4 Repeater, vielleicht 10 Redstone und mehr nicht. Unten der 2 Kolben und 2 Dispenser, mehr braucht ihr nicht. Gut, kommt auf die Größe an, ihr könnt ihr noch größer bauen, da braucht ihr natürlich mehr. So, aber ich habe jetzt nur zwei Blöcke breiten gemacht. Ich finde, das reicht auch. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie sowas funktioniert. Hiermit könnt ihr den einschalten. Dann brennt schon mal ins Feuer. Ist ganz schön eigentlich. Wenn ihr dann jetzt hier zum Beispiel macht, so, und dann habt ihr das halt hier so, und dann habt ihr auch einen Kamin. Oder zum Beispiel, hier ist ein Haus, und es ist so dunkel im Haus, und hier ist dann halt das Feuer. Es sieht ganz schön aus, und wenn ihr das ausmachen wollt, könnte man jetzt auch so machen, dass man per einen Knopf machen kann. Müsste man aber eine ziemlich große Schaltung bauen, und warum so ein Knopf, wenn man auch einfacher machen kann mit 2 Knöpfen. Der zweite Knopf ist auch einfach, ihr drückt da drauf und dann geht's aus. Ja. So, also machen wir nochmal an. Und dann zeige ich euch, wie ihr sowas bauen könnt. So, als erstes braucht ihr halt den beliebigen Stein, aus dem ihr das machen wollt. Ich würde jetzt keinen Kamin aus Holz bauen, weil, wie man weiß, Holz brennt ziemlich schnell und von dem Kamin habt ihr nicht lange was, wenn er aus Holz ist. Aber ich denke mal, das müsste jeder wissen und ich empfehle euch Ziegel oder hier diese Steinziegelstufen oder die normalen Ziegelstufen, oder die normalen Ziegel. Also damit könnt ihr echt gute Sachen bauen. Sieht auch ganz gut aus. Und dann braucht ihr natürlich noch, auf jeden Fall, ihr dürft nicht verwechseln. Das sieht ja beides gleich aus. Spender und Dispenser. Aber der Spender, der droppt Items und zum Beispiel jetzt der Dispenser, wenn man TNT da reintut und TNT ist an, dann droppt er das gezündete TNT und der Spender würde nur das TNT-Item droppen. Deswegen, ihr braucht unbedingt den Dispenser. Zweimal halt. Ja, brauche ich jetzt eigentlich nur einmal, weil ich im Kreativmodus bin. So, und dann braucht ihr halt noch auch 2 auf jeden Fall haftende Kolben. Und ihr braucht Netherrack. So, und dann braucht ihr noch zwei Stück. Und die tue ich mir jetzt mal ins Inventar, so. Und dann brauchen wir noch Redstone. Da nehmen wir einmal ich würde den Holzknopf nehmen, der sieht schöner aus. Heißt in dem Fall Schalter. Und dann nehmt ihr halt noch Redstone und einen Redstone-Repeater. So, ich baue jetzt einfach mal eine ganz einfache Mauer. Die bauen wir einfach mal hier neben. Hier, na gut. So, dann machen wir jetzt hier auch noch einen. So, und dann setzt ihr einfach mein persönlich bestes Design für den Kamin. 2 Stufen so, setzt hier unten das hin, also die Slabs, das. So, dann setzt hier noch die Stufen dran und macht hier oben auch nochmal Slabs drüber und setzt hier eigentlich auch nochmal Steine. Und fertig habt ihr eigentlich schon. Ihr könnt jetzt halt noch so ein bisschen aufreschen. Kamin. So. Und dann könnt ihr euch hier oben einen Schornstein dran bauen. Bringt es aber jetzt nicht wirklich, weil das hier ist sowieso eine Wand. Aber man kann es machen, wenn man jetzt hier oben zum Beispiel aus weißer Lehm und dann macht man sich oder weiße Wolle. Aber ich würde euch jetzt auch nicht empfehlen. Ihr müsst mindestens 4 Blöcke über einem Kamin, also über Feuer. Also über Feuer müsst ihr 5 Blöcke sein, weil sonst verbreitet sich das. Wenn ihr mit Stein über 5 Blöcke Feuer seid, dann passiert nichts. Aber wenn über dem Stein Holz ist, dann entzündet sich das trotzdem durch den Stein, weil der Stein irgendwie heiß wird. Ich habe keine Ahnung. Minecraft-Logik. So, dann würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr einen Holzboden macht, dann macht ihr einfach hier vorne auch nochmal die Steine, weil dann verbreitet sich das nicht, das Feuer, und dann setzt ihr hier einfach euren Holzboden rein oder was ihr auch immer haben möchtet. Ihr könnt natürlich auch Stein nehmen. So, oder Erde. Manche Leute haben ja auch Erde im Haus. Ja, vielleicht nicht, aber ja.
Gut. Also ich hatte Erde im Haus, zumindest in meinem ersten Minecraft-Haus. Das war komplett aus Erde. So, das weiß ich noch. So, jetzt setzt ihr hier unten die Kolben. Ihr müsst zwei tief und dann setzt ihr die Kolben hier hin. Und macht dann gleich nochmal zwei. Also macht ihr hier noch vier frei. Und macht dann hier noch so einen kleinen Weg nach oben. Eigentlich. Oder? Ja, gut so. So. Jo. Dann machen wir den Knopf. Ach, den machen wir hier. Ja, machen wir so. So, dann setzt ihr jetzt hier unten auf jeden Fall zwei Repeater hin. Die braucht ihr auf nichts einstellen. Und geht damit hoch. Mehr ist es nicht. So, und dann setzt ihr hier einfach nur euer Netherrack drauf. Setzt dann hier einfach irgendwas drüber. Ihr müsst aufpassen, Achtung, hier nichts hinsetzen. Weil man denkt, es ist noch verbunden, ist aber nicht. Wenn ihr jetzt hier unten guckt, das Redstone ist nicht mehr verbunden. Wenn ich es jetzt wegmache, ist es wieder verbunden. Gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich mache das jetzt einfach mal mit der Stufe hier vor. Wenn ihr da jetzt eine, zum Beispiel ein Halbslab nehmt, dann ist es nicht getrennt. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas nehmt, ist es auch nicht getrennt. Ja, das ist halt die Logik, falls ihr das jetzt, man kann es auch so rum machen. Es wird trotzdem nicht getrennt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das wird nicht getrennt. Das ist irgendwie so ein Bug, aber ja. So, wenn ihr das dann habt, dann, ich setze jetzt einfach mal hier sowas drüber. Ein Halbslab und mach dann hier Dispenser hin. Ja, ihr müsst darauf achten, dass die Dispenser in die Richtung zeigen. Und, ja. Dann macht ihr in die Dispenser. Dafür waren die Feuerzeuge. Ich würde schon alles voll machen, aber ich zeige es euch jetzt nur. Also mache ich in jeden Dispenser ein Feuerzeug. Das reicht für ein Feuerzeug 64 mal Feuer entzünden. Und dann ist es kaputt. So, ja. Dann setzt ihr hier hinten noch Repeater dran. Verbindet das mit Redstone. Geht dann hier vorne hin. Geht hier hoch und setzt auf der anderen Seite auch noch einen Knopf dran. Und da auch noch. Und hier hinten müsst ihr sneaken. Also sneaken in ja, in die Beuge oder in die ja, Deckung. Ja, oder in die Bückposition. Und dann könnt ihr das halt machen. Oder ihr baut die halt einfach hier dran und baut dann von hier weiter. Aber ich würde euch Bücken empfehlen, ist besser. So. Und dann haben wir den Kamin. Ich finde es auch besser, wenn es so dunkel ist, weil dann kann man die Dispenser nicht sehen, wenn er aus ist. So, und dann machen wir den mal hier mal ausmachen. Ihr könnt euch auch noch Schilder dran machen mit ein und aus. So, da macht man ihn an. Und da macht man ihn aus. So. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es bei euch irgendwie nicht funktionieren sollte, ja, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schaut euch das Video auch einfach nochmal an. Vielleicht habt ihr ja was vergessen, aber eigentlich denke ich, dass das jeder von euch kann. Ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.